Der starke Anstieg der Aktienmärkte und der starke Fall der Renditen haben die Financial Conditions so stark aufgeweicht inzwischen, dass faktisch die Fed viermal die Zinsen umsonst angehoben hat. Und das ist für die Notenbank natürlich jetzt ein riesiges Problem. Wir hatten ja am Mittwoch Dienstag die leicht niedrigeren Inflationsdaten der Markt mit einem wahnsinnigen Hurra. Viel Mechanik auch im Spiel, viel Short Covering im Spiel, aber eben ein starker Fall der Renditen, und das ändert vieles, auch für die Notenbank Fed, die jetzt in eine sehr, sehr schwierige Situation kommt. Wie will sie denn ihre Glaubhaftigkeit gewährleisten? Was kann sie tun? Was wird sie tun? Das sind die Fragen, die sich jetzt stellen. Schauen wir uns mal die Dinge an am heutigen Donnerstagmorgen. Ja, Verfall an den Märkten, dazu gleich mehr, Optionsverfall an der Wall Street. Hier sehen wir mal diese Financial Conditions. Und da sind wir jetzt um und bei dort, wo wir im Sommer 2022 gewesen sind. Und wir sehen die Leitzinsanhebungen, die hier mit diesen Treppen sozusagen gekennzeichnet sind. Da sind die Financial Conditions, je höher also hier die Kurse steigen, umso strenger, umso rigider werden die Financial Conditions. Wenn die Linie hier fällt, wird das aufgeweicht. Wir sehen, dass also bis Juni 2000 oder bis Sommer 2022 es einen ziemlichen Einklang gab zwischen Anhebung der Zinsen durch die Fed und Straffung dadurch der Financial Conditions. Aber ab einem gewissen Niveau greift das nicht mehr, etwa ab dem Herbst 2022. Die Fed hebt die Zinsen noch viermal weiter an, aber die Financial Conditions lockern sich schon damals auf, weil man schon damals spekuliert hat, naja, also die sind jetzt bei fertig und werden dann vielleicht sogar die Zinsen senken müssen. Das hat die Fed immer wieder versucht zu konterkarieren, dieses Denken, teilweise mit harschen Worten wie in Jackson Hole von Jerome Powell. Das wirkt dann eine Zeit und dann verpufft es wieder. Und hier sehen wir jetzt, wie stark in den letzten Tagen diese Financial Conditions sich aufgelockert haben, sodass wir etwa auf einem Niveau sind, wo die Zinsen, naja, sagen wir mal so um und bei 4,25% jetzt sind, weil wir eben dieselben Financial Conditions Situationen haben wie im Sommer 2022. Mit anderen Worten, um und bei 1% Zinsanhebungen, 4 mal 0,25er, die sind weg, die sind ausradiert, die sind verpufft, und das macht der Fed natürlich Sorgen. Hier sehen wir mal, wie schnell das gegangen ist, wie schnell das hier nach unten gegangen ist. Jetzt sind wir auf Niveaus, auf denen wir schon öfter waren. Aber die Gefahr besteht eben aus Sicht der Fed, dass das hier so weitergeht, und deswegen Auftritt von Fed-Speakern wie Mary Daly, die jetzt nicht als die hockigste unter der Sonne gilt, die dann sagt, oh Mensch, wir müssen jetzt mal aufpassen, dass wir hier nicht den Sieg schon über die Inflation erklären. Und hier, ihr braucht doch nicht jetzt schon zu wetten, dass wir die Zinsen senken werden. Also man versucht jetzt seitens der Fed, seitens von Fed-Mitgliedern, das Ganze ein bisschen runterzureden, wird aber alles nichts helfen, bis nicht the big dog Jerome Powell auftritt und irgendwie verbal mal einen raushaut. Das ist genau das Problem, das die US-Notenbank jetzt hat. Und hier sehen wir dieses Problem, wenn wir uns mal die Fed-Fund-Futures anschauen, die Wahrscheinlichkeiten, was die Fed als nächstes machen wird, dann sehen wir minimale Wahrscheinlichkeit von 2,6% jetzt im Dezember und im Januar, dass die Zinsen nochmal angehoben werden, und dann steigt die Wahrscheinlichkeit einer Senkung, sodass man ab 1.5. mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen dann sinken, rechnet, dann gleich nochmal im Juni würden die Zinsen sinken, dann gleich nochmal im Juli und dann gleich nochmal im September. Und auch eben dann geht die ganze Geschichte weiter, 7.11. Also im Grunde eine Orgie von Zinssenkungen oder ein konstanter Ablauf von Zinssenkungen durch die Fed. Das ist das, was die Märkte einpreisen. Und das ist das, was die Fed nicht mag. Sie muss zwar drohen, die Zinsen anzuheben, will vielleicht aber die Zinsen gar nicht mehr anheben, aber was sie nicht will, ist, dass die Märkte denken, dass die Fed die Zinsen senken wird. Deswegen versuchen die Fed-Mitglieder immer zu sagen, higher for longer, also die Zinsen höher für länger. Und die Frage ist jetzt, was lässt sich die Fed einfallen?
Um diesen Prozess zu stoppen, nämlich fallende Renditen, steigende Aktienmärkte oder in der Summe, was Sie am meisten interessiert, eben die Lockerung der Financial Conditions. Ist das jetzt so ein Range-Bound-Markt, wo also immer wieder, wenn die Märkte zu sehr abdrehen, dann irgendwie die Keule kommt? Wie gesagt, von der Fed kann auftreten, wer will. Man hört nicht mehr drauf. Es müsste schon Jerome Powell sein, der irgendwie einen raushaut, sonst wird das nichts. Und da eben die Frage, was machen die Renditen und welche Folgen hat das? Wir haben ja gesehen, dass unfassbar viel Geld in Geldmarktfonds geflossen sind, in kurzlaufende Staatsanleihen geflossen sind, etc. etc. Wenn jetzt die Renditen fallen, dann werden diese Investments unattraktiver. Dann ziehen Leute vielleicht Geld aus Geldmarktfonds ab, ziehen Leute oder investieren Leute weniger in zweijährige US-Staatsanleihen, dreimonatige US-Staatsanleihen, zehnjährige US-Staatsanleihen. Sondern sagen sich, das ist jetzt nicht mehr so interessant, jetzt gucken wir mal zum Beispiel nach Emerging Market Bonds oder kaufen Aktien aus dem Russell 2000, die doch viel billiger sind als eben die großen Tech-Aktien. Also das beeinflusst die Geldströme natürlich und was wir gesehen haben, beeinflusst natürlich auch das Mindset von Investoren. Hier sehen wir die neueste AAII-Umfrage, also das Sentiment der Privatinvestoren, 43,8 Bullen. Jetzt wieder ein Ticken mehr Bären als letzte Woche mit immerhin 28%. Auf Kosten der Neutralen ist das gegangen. Also die Bullen sind jetzt klar in der Mehrheit. Heute kommen dann, was Sie unten hier sehen, auch die NAAIM-Number, also der Investitionsgrad von Vermögensverwaltern, ist ja von vor zwei Wochen 29% auf 61% sprunghaft gestiegen. Ich erwarte, dass das jetzt noch deutlich höher reinkommen wird, die Zahl heute. Das wird im Laufe des heutigen Tages so 18, 19 Uhr erfahrungsgemäß wird diese Zahl aktualisiert. Das wäre sehr, sehr spannend, weil man dann sieht, wie stark sind die Investoren bereits positioniert. Und man hat jetzt auch wieder diesen Optimismus. 74% der von der Bank of America befragten Großinvestoren sagen, ja, da kommt ein Soft Landing. Nur 21% sagen, nein, da kommt ein Hard Landing. Also deutlich abgenommen wieder zum Vormonat. Und das korrespondiert immer mit diesem Soft Landing, diese Auffassung, dass Soft Landing kommt, die sehen wir hier unten mal in diesen Grafiken oder in dieser Grafik. Artikel, die irgendwie das Thema Soft Landing zum Thema haben, die schießen vor einer Rezession regelmäßig in die Höhe. Jetzt hat jemand auf YouTube gesagt, Mensch Fugmann, die meisten Ökonomen sagen, wir werden keine harte Landung sehen, sondern eine weiche Landung. Du glaubst, dass du schlauer bist? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass eben solche Indizien dafür sprechen oder nicht ein Beweis dafür sind, wenn jetzt alle glauben, dass ein Soft Landing kommt, dass auch ein Soft Landing kommt, sondern vielmehr, dass eben die Geschichte zeigt, wenn jetzt diese Soft Landing Theorie praktisch immer wieder displayed wird, dass wir dann kurz vor einer Rezession stehen und auch die Wahrscheinlichkeit eben nach Zinsanhebungszyklen ist bei 11-mal Rezession nur 3-mal Nicht-Rezession, also eine Chance von 27%, dass es keine Rezession gibt. Nicht allzu groß, zumal wir ja eine so lange Phase von Nullzinsen hatten, das führt zu Fehlallokation von Kapital etc. etc. Dann fliegen irgendwann die Leichen sozusagen aus dem Keller. Hier sieht man das im Immobilienbereich, Benko und Konsorten, wo man eben, wow, wir sind groß, wir sind cool, wir kaufen jetzt mal dit und wir kaufen dat. Faktisch konnten sich das gar nicht leisten, war aber kein Problem, wenn die Zinsen bei Null waren. Wird aber ein Problem, wenn die Zinsen plötzlich steigen. Da wird Benko nicht der Einzige sein, for sure. Und wir sehen hier auch noch ein weiteres Indiz, das untrüglich ist, das sind die Lagerbestände. Und wir hatten ja jetzt, ich glaube gestern war es, die Zahlen von Target und alle gejubelt, Mensch toll, zwar Umsatz minus, das war aber schon eh befürchtet worden, also man macht weniger Umsatz, aber eben Gewinn besser. Einer der Gründe war, dass Finanzchef Michael Fiddleke oder Fiddleke, keine Ahnung, führte die verbesserten Ergebnisse auf effektiveres Bestands- und Kostenmanagement zurück, wobei die Lagerbestände im Vergleich zum Vorjahresquartal um 14% gesunken sind. Und diese Lagerbestände sehen wir hier unten. Jedes Mal, wenn wir Kontraktionen sehen, das haben wir zuletzt in der Dotcom-Blase, in der Finanzkrise und in der Pandemie gesehen, dann kommt es zu einer Rezession. Also hier mal so ein empirischer
Hinweise auf die Rezessionswahrscheinlichkeit. Interessant heute, die Walmart-Zahlen, die heute kommen. Walmart ist ja das größte amerikanische Unternehmen oder das umsatzstärkste amerikanische Unternehmen. Über 600 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Die Aktie auf Allzeit hoch, alles schick. Wird sich das bestätigen? Das ist ein Hinweis auch auf den Konsumenten und ein Hinweis für die Aktienmärkte vielleicht, dass zum Jahresende die Märkte dazu tendieren, die Gewinner zu verkaufen und die Verlierer zu kaufen. Wir haben diesen Trend jetzt schon so ein bisschen gesehen. Russell 2000 Aktien, die gestern zunächst sehr gut gestartet waren, dann aber deutlicher wieder zurückkamen, haben auf jeden Fall, oder der Russell 2000 stärker als der Nasdaq. Unten sehen wir diesen Nasdaq auf wöchentlicher Basis, nämlich den Nasdaq 100, jetzt einer wichtigen Widerstandslinie, haben ja, wie ich gleich zeigen werde, gestern sogar ein neues Verlaufshoch gemacht. Hier sehen wir mal, wie schnell jetzt die Aktien über dem 50-Tages-Durchschnitt angezogen sind. Vorher war die Marktbreite ja miserabel, jetzt ist sie plötzlich angezogen, weil viele sagen, Mensch, die anderen Aktien, die sind doch billig im Vergleich zu den Tech-Aktien, wo alle drin sind. Und schauen wir mal, was mit alle gemeint ist, nämlich 99% aller Hedgefonds sind jetzt in den Magnificent Seven investiert. Januar 23 waren es nur 12%, Januar 22 56%. Also wer noch nicht drin ist, den muss man finden. Alle schon drin und das erhöht natürlich das Rückschlagpotenzial. Ich hatte gestern gesagt, die Aktien, die Magnificent Seven sehen müde aus und für viele wäre das jetzt vielleicht auch die Gelegenheit zu sagen, Mensch, ich verkaufe irgendwie so eine Gewinneraktie Magnificent Seven und kaufe dafür etwas, was bisher nicht so gut gelaufen ist, weil das dann viel mehr Anstiegspotenzial hat. Jetzt ja morgen der Verfall. Mit überragendem Call-Volumen, das könnte eben auch dem Russell 2000 nochmal Schwierigkeiten bereiten. Absolutes Allzeithoch bei den Calls. Die Market Maker brauchen dann praktisch ihre Long-Position, die sie als Absicherung, als Hedge eingegangen sind, nicht mehr, wenn die Optionen verfallen. Dadurch verkaufen sie ihre Absicherungs-Long-Position, dadurch entsteht Verkaufsdruck. Daher rechnet Spot Gamma eben damit, dass wir Schwäche sehen jetzt in Richtung Ende der Woche, Anfang nächster Woche. Hier haben wir gestern, wie ich vorhin angeführt hatte, schon das Hoch aus dem Juli sogar leicht überschritten nach den gestrigen Einzelhandelsumsätzen und vor allem den Erzeugerpreisen, die niedriger waren. Aber die Märkte haben die Gewinne weitgehend abgegeben, sagen wir mal so. Wir sehen den Dow besser als den Nasdaq, auch der S&P etwas besser als der Nasdaq, auch der Russell oder die Small Caps etwas besser. Also Nasdaq gestern der schwächste Index, ging alles sehr schnell, 14 Tage haben wir das wieder aufgeholt, was wir in 3 Monaten verloren hatten und gestern hatten wir auch die sogenannte VIX-Expiration, also der November-Kontrakt des VIX ist ausgelaufen und hier sind mal die VIX, wie soll ich sagen, Expiration Days, also wenn die jeweiligen Kontraktmonate verfallen und das verglichen mit dem S&P 500, dann sehen wir ein Muster, dass es tendenziell schon eher nach unten geht nach einem solchen Verfall des VIX-Kontraktes. Den VIX zu shorten ist ja in gewisser Weise auch ein Volkssport, das drückt die Volatilität nach unten. Viele strukturelle, viele Quantenmodelle basieren darauf, naja, guckst du auf den VIX, wie ist die Volatilität, schießt sie nach oben, dann verkaufen wir, wenn sie runtergeht, dann kaufen wir. Also so kommt dann eins zum anderen, Positionierung, Mechanik, Optionen und so weiter und so fort. Wir sehen, dass wir beim Nasdaq 100 jetzt vom unteren Bollinger Band in ganz kurzer Zeit ins obere Bollinger Band gewechselt sind, sogar ein bisschen drüber raus. Ganz selten hier, dass wir mal sehen, dass das das Bollinger Band verlässt. Im kürzeren Zeitfenster hier beim S&P 500 Future sehen wir, dass wir auf Stunde gar nicht mehr jetzt wirklich überkauft sind oder nicht mehr so stark und dass wir dennoch viel höher stehen als zu dem Zeitpunkt, wo wir zuletzt gestartet waren. Also das ist sozusagen noch wenig Verkaufsdruck, aber die Mechanik kann heute eben reinkommen durch erste Glattstellungen von Hedge-Positionen durch die Dealer, durch diejenigen, die Optionen verkaufen. Der Senat hat jetzt dem Entwurf des Abgeordnetenhauses oder dass das Abgeordnetenhaus in den USA schon verabschiedet hatte, hat jetzt auch der Senat zugestimmt. Also bis Januar no shutdown. Das Thema ist vom Tisch. Janet Yellen kann jetzt fröhlich Schulden machen und auch Xi Jinping fragen, ob er vielleicht ein paar Staatsanleihen kaufen will.
Wir sehen heute ganz liebe Aussagen von dem guten Onkel Xi Jinping, der gesagt hat, also wir wollen doch überhaupt nicht Konflikte haben mit niemandem, gell? Wir sind ja ganz brav. Wir wollen es doch mit allen schön haben, hat der Xi gesagt. Also so schön ist er wieder, gell? Ganz lieber Onkel. Der Biden hat dann bei einer Pressekonferenz auf Nachfrage, ja, ob er den Xi Jinping immer noch als Diktator bezeichnen würde, gesagt, ja, er ist ein Diktator in dem Sinne, dass er jemand ist, der eben ein kommunistisches Land regiert, das auf ganz anderen Government praktisch, also Regierungssystem basiert als unseres. Und natürlich hat er recht, Xi ist ein Diktator, Xi hat geschnippt und der Lockdown wurde aufgehoben, Xi lässt Leute verhaften ohne Ende, wenn Xi sagt, wir machen das. Dann passiert das. Natürlich gibt es Kräfte, auch verschiedene Gruppierungen in der Herrschaft, in diesem Herrschaftssystem. Und Xi Jinping ist praktisch der Boss des größten Clans, könnte man sagen. Ich will nicht das Wort Mafia-Clan, aber des größten Clans, Macht-Clans. Es gibt andere Clans, die ein Stück weit rivalisieren, aber es ist natürlich alles andere als eine freiheitliche Demokratie. Und warum ist der Onkel Xi jetzt super nett plötzlich? Da in den USA, wir wollen keine Konflikte habe, gell, lass uns ein bisschen spielen zusammen. Das liegt daran, dass eben die chinesische Wirtschaft extrem schwach ist. Hier mal Chinas Nominal GDP Growth in US-Dollar. Die Chinas Wirtschaft verliert in Relation zur Wirtschaft in den USA. Zumindest ist das noch der Fall, aber es wird sich absehbar wahrscheinlich nicht bessern, denn wir sehen, dass die Preise für Immobilien, die in China ja der Wertspeicher sind, schlechthin 70% des Vermögens sind dort gespeichert. Und wenn die Hauspreise fallen, dann kriegen die Leute ein Problem. Aber jetzt sehen wir, dass die Preise zum Vormonat um 0,38% gefallen sind. Das ist der größte Fall seit Februar 2015. Und hier sehen wir das. Wir hatten eine kurze Erholung. Nach die Corona, im Grunde beginnt das mit die Corona oder im Folge von Corona fallen die Preise, dann kurze Erholung jetzt wieder nach unten. Und das ist der Grund, warum eben die Verbrauchernachfrage in China nicht sich wirklich erholt, warum die chinesische Wirtschaft sich nicht überholt. Das ist vorwiegend oder das Wachstum war vorwiegend basiert auf diesem blasenartigen Immobiliensektor, weil die Preise immer weiter gestiegen sind. Irgendwann ist Ende Gelände, also ist Xi jetzt freundlich zu Biden, denn er weiß, shit, wenn die jetzt uns weiter behindern, haben wir ein Problem, also mache ich mal freundliche asiatische Miene und lächle ihn an und denke mir, was für ein Idiot, aber ich muss halt irgendwie freundlich sein. Siemens hat jetzt gesagt, unser Umsatzwachstum ist negativ betroffen, weil eben Chinas Wirtschaft nicht wirklich in den Quark kommt. Russlands Wirtschaft dagegen einigermaßen schon. Putins Kriegswirtschaft boomt. Die Hauptsektoren trotzen den Sanktionen. Das haben sich die Herrschaften in der EU wohl anders vorgestellt. Irgendwie klappt das nicht. Natürlich hat auch Russland seine Schwierigkeiten, aber noch läuft das relativ gut, eben weil man vor allem mit China den Handel ausgebaut hat. Aber was da eigentlich abläuft in der russischen Wirtschaft, entgegen der Prognose oder dem Willen der EU-Offiziellen, die ja meinten, sie würden jetzt Russland alleine in die Knie zwingen durch Sanktionen, das lesen Sie in diesem Artikel. Erste und einzige Artikelempfehlung und die zweite Empfehlung. 19 Uhr, meine Damen und Herren, sprechen wir über Inflation, über Aktienmärkte, über Gold, über Zinsen, über Wirtschaft, über das große Bild mit André Stacke und Jens Czarnowski. Wer da dabei sein will, der müsse sich einfach nur kostenfrei registrieren. Unten den Link packe ich sowohl bei YouTube als auch bei Finanzmarktwelt, wo auch immer, ich packe ihn rein. Letzte Gelegenheit jetzt, deswegen heute kein Markeflüster. Ich hatte es gestern Abend schon gesagt, aber nochmal betont, heute kein Markeflüster, sondern die Geschichte um 19 Uhr, schauen Sie da rein. Und die Artikelempfehlung, ich sage Servus, ciao.